Hey Leute, ich bin's Conny. Seit dem letzten Mal ist ein Jahr vergangen. Deswegen wird es wieder Zeit, dass ich euch sage, wie viel Geld ich mit YouTube verdiene. Und wie ihr schon sehen könnt, verdiene ich ja eigentlich gar nicht so viel, wie es hier angedeutet wird. Vor allem, warum schwebt das Geld da hinten so, hä? Ist ja auch egal. Es ist ja irgendwie so ein bisschen Tradition geworden, dass viele YouTuber im Januar ihre Dezember-Einnahmen zeigen. Damit habe ich vor einem Jahr angefangen und deswegen werde ich das jetzt auch wieder machen. Letztes Jahr waren meine Abonnenten noch nicht auf öffentlich gestellt. Dementsprechend konntet ihr nicht wissen, wie viele Abonnenten ich habe. Und letztes Jahr war mein Kanal in einem kleinen Aufschwung, weil ich da angefangen habe, richtig Videos zu ballern. In den letzten paar Monaten habe ich jedoch nachgelassen. Aus einem Video am Tag wurden dann irgendwann 4 Videos die Woche, dann 3 und jetzt sind es 2 Videos die Woche. Wovon ein Video ein Roblox Studio Tutorial ist und Roblox Studio Tutorials gucken sich die meisten leider nicht so gerne an. Aber trotzdem ist mein Kanal allgemein gewachsen. Ich habe fast 20.000 Abonnenten mehr, als ich beim letzten Mal hatte. Was wir auch einmal hier schön auf diesem Graph sehen können. Ich habe zum Zeitpunkt dieser Aufnahme 23.853 Abonnenten und hatte vor 365 Tagen 4.500. Das bedeutet fast 20.000 Abonnenten mehr. Wie ich aber in dem Video, in dem ich meine Abonnenten geleakt habe, gesagt habe, sind Abonnenten total unwichtig. Ich bin immer noch der Meinung, diese Zahl sagt überhaupt nichts aus, außer vielleicht, wie lange man schon dabei ist, weil man kann den Hype seines Lebens erfahren, dann nachlassen, dann macht man gar keine Aufrufe mehr, aber hat trotzdem noch 100.000 Abonnenten. Und so ist es tatsächlich auch gerade bei meinem Kanal. Ich habe 23.000 Abonnenten. Wenn ich die Klicks, die ich damals gemacht habe, hochskalieren würde auf die 23.000, die ich jetzt habe, würde ich viel mehr Aufrufe machen, als ich aktuell mache. Das mache ich aber nicht. Warum? Weil ich weniger Videos mache und meine Videos auch weniger interessant sind. Ich habe weniger Zeit für YouTube, ich nehme mir weniger Zeit für YouTube und dementsprechend chillt mein Kanal. Aber wie viel Geld verdiene ich denn jetzt eigentlich? Für diejenigen, die es interessiert, auf YouTube verdienen YouTuber halt Geld, indem sie Werbung schalten. Man kann auch Geld verdienen durch Spenden, durch Kanalmitgliedschaften und durch YouTube Premium. Aber der Hauptanteil kommt zumindest bei mir durch Werbung rein. Und Werbung wird von Werbetreibenden bezahlt. Das bedeutet, irgendwelche Firmen geben Geld aus, damit sie Werbung vor deine Videos schalten können. Zu bestimmten Zeitpunkten zahlen Firmen mehr Geld für die Werbung. Zu manchen Zeitpunkten zahlen sie weniger Geld für die Werbung. Und auch auf manchen Kanälen schalten sie auch lieber Werbung als auf anderen Kanälen, weil es muss natürlich auch für die richtige Zielgruppe zugeschnitten sein. Das bedeutet, Werbetreibende zahlen je nach Zeitpunkt und Content, den du auf deinem Kanal bringst, unterschiedlich viel Geld für deine Werbung. Dieser Betrag, den die Werbetreibenden für deine Wiedergaben zahlen, nennt sich CPM. Und hier könnt ihr einmal die CPM auf meinem Kanal sehen. Die ist jetzt gemittelt über die letzten 28 Tage. Das heißt so ungefähr den Dezember. Ich nehme mal kurz den Dezember rein. So, die liegt gemittelt über den Dezember bei 7,04 €. Das bedeutet, Werbetreibende haben 7,04 € ausgegeben pro 1000 monetarisierten Aufrufe. Monetarisierte Aufrufe sind halt Klicks auf Videos, auf die auch Werbung geschaltet wurde. Wenn keine Werbung geschaltet wurde, weil jemand einen Adblocker benutzt oder keine Werbung geschaltet wurde, weil halt keine Werbung da war, dann wird das hier nicht mit reingezählt. Dementsprechend diese 7,04 € ist das, was die Werbetreibenden insgesamt zahlen. Um genau zu sein, sind das die Einnahmen pro 1000 eingeblendeten Werbeanzeigen. Und ihr seht im Dezember, das geht noch relativ hoch, auf 8,85 € bei mir. Es gibt aber auch andere Kanäle, die haben eine CPM, die schießt in die Höhe, weil die Content machen, der noch viel ansprechender ist für Werbetreibende. Entweder familienfreundlicher oder halt bestimmte Themen behandelt, die man besser monetarisieren kann. Beauty-Kanäle verdienen, habe ich mir sagen lassen, ziemlich gut, aber auch Finanzkanäle. Man sagt auch, Roblox-Kanäle verdienen gut. Und ich finde auch, ich verdiene ziemlich gut mit YouTube für das, was ich mache. Aber ich müsste natürlich eigentlich eine noch jüngere Zielgruppe ansprechen, mehr Roleplay-Videos machen, mehr family-friendly sein, wenn ich noch mehr Geld verdienen wollen würde. Darauf habe ich aber aktuell nicht so viel Lust. Wer weiß, vielleicht ändert sich das noch. Aber diese 7,04 € sind nicht das, was ich bekomme pro 1000 Aufrufe, pro 1000 Werbeanzeigen. Was ich bekomme, ist die RPM. Die RPM sind die Revenue per Mill und das ist das Geld, was ich pro 1000 Aufrufe bekomme. Und da werden auch nicht monetarisierte Aufrufe reingezogen. Die RPM liegt immer niedriger als die CPM und sagt einem dann tatsächlich, wie viel Geld wurde pro 1000 Aufrufe verdient. Hier zählt einmal das Geld rein, das die Werbetreibenden zahlen, minus den Anteil, den sich YouTube nimmt. Weil YouTube nimmt sich, glaube ich, 45% der Werbeeinnahmen. 55% behalten die Creator und das finde ich ist ein super Deal. Und das halte ich für einen super Deal, weil man muss bedenken, auf anderen Plattformen wie TikTok verdient man praktisch gar kein Geld. YouTube ist immer noch die Plattform, auf der man als Video-Creator am besten Geld mit Werbeeinnahmen verdienen kann. Aber in die RPM zählen auch Einnahmen durch Verkäufe rein, durch Transaktionen, durch YouTube Premium. Wenn Leute sich eine Kanalmitgliedschaft kaufen, wenn Leute einen Livestream spenden oder Super Thanks, dann werden diese Einnahmen auch auf die RPM raufgerechnet. Und das wird dann halt in diesem Graphen auf den Tag gemittelt.
und sind dann praktisch die Einnahmen, die man pro 1000 Aufrufe erzielt hat. Das hat sich hier über den Dezember auf 3,75 Euro gemittelt. Ihr seht aber, zum Ende des Dezembers geht es immer runter, weil da zahlen die Werbetreibenden weniger, Weihnachten ist vorbei und dann fällt alles in ein Loch. Deswegen hören viele YouTuber im Januar auf, Videos zu machen, weil sie der Meinung sind, das lohnt sich nicht. Mir ist es relativ egal. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, 3,75 Euro sind eigentlich super Einnahmen pro 1000 Aufrufe. Früher als Kind habe ich immer gedacht, man würde so 1 Euro pro 1000 Aufrufe verdienen. Das ist ja mehr als das Dreifache von dem. Und damit bin ich sehr zufrieden. Was ich jetzt natürlich noch machen müsste, ist mehr Aufrufe machen, um mehr Geld zu verdienen. Aber dafür muss ich bessere Videos machen und aktuell ist einfach nicht die Zeit dafür drin. Dann gibt es aber noch einen Faktor, der diese ganzen Einnahmen so ein bisschen verzerrt und das sind YouTube Shorts. YouTube Shorts werden nicht in die Aufrufe reingezählt, die für die RPM-Berechnung zuständig sind, weil YouTube Shorts werden nicht monetarisiert. Das soll sich ab Februar ändern, dass YouTube Shorts dann monetarisiert werden. Wie es dann ganz genau aussieht, weiß ich noch nicht, da bin ich gespannt. Aber aktuell verdient man mit YouTube Shorts praktisch kein Geld. Man kriegt einen ganz kleinen Anteil, wenn man im YouTube Shorts Fund ist, aber das ist wirklich lächerlich gering. Aber der YouTube Shorts Fund, der wird ab Februar dann ersetzt durch Werbeeinnahmen über Shorts. Wir können uns das einmal anschauen. Wenn ich hier auf meinen Graphen gehe, der die Aufrufe im letzten Monat zeigt, dann seht ihr, ich habe 456.838 Aufrufe im Dezember gemacht. Und wenn wir diese 456.000 Aufrufe nehmen, dann geteilt durch 1.000 rechnen und dann mal 3 Euro rechnen, dann kommen wir bei 1.368 Euro raus. Und so viel Geld habe ich nicht verdient, weil hier sind sehr viele Shorts-Aufrufe drin. Was man machen kann, damit sich dieser Graph ein bisschen bereinigt, ist auf den Reiter Inhalte zu gehen und bei Inhalte dann auf Videos zu gehen. Und dann wird es nach Videoaufrufen gefiltert und da sieht die Geschichte dann wieder ganz anders aus. Irgendwie lädt der Graph gerade bei mir nicht. Ah, jetzt. Und wie ihr seht, habe ich nur 91.000 Aufrufe, naja, fast 92.000 Aufrufe mit Videos gemacht. Wenn man das dann wiederum berechnet, dann kommt man bei ungefähr 275 Euro raus. Und da müsst ihr bedenken, dass ich jetzt mit 3 Euro gerechnet habe und nicht mit 3,75 Euro, die ich tatsächlich als RPM habe, und die RPM, die schwankt ja auch noch pro Tag. Und die Einnahmen, die ich im Dezember verdient habe, betragen 428,58 Euro. Und hier könnt ihr einmal den Graphen sehen. Bis vor ein paar Wochen war es noch so, dass ich am Wochenende immer mehr verdient habe als in der Woche, weil ich am Wochenende auch meine Videos veröffentlicht habe. Zwischendurch kamen immer Shorts, aber Shorts machen ja kaum Einnahmen. Die Shorts nutze ich eigentlich nur, um meinen Kanal zu promoten, weil ohne die Shorts wäre mein Kanal komplett tot, wenn ich nur 2 Videos die Woche mache. Na, und jetzt wisst ihr es, ich habe im Dezember einfach 428,58 Euro verdient. Das ist ehrlich gesagt weniger, als ich die Monate davor verdient habe. Die Monate davor habe ich aber auch mehr Videos gemacht. Und ich war im Dezember wirklich super, super faul. Ich habe nebenbei noch an einem anderen Projekt gearbeitet, das dann aber auch nicht richtig fertig wurde. Dementsprechend war der Dezember komplett unproduktiv für mich. Als smarter YouTuber sollte man die unproduktiven Zeiten eigentlich auf den Januar und Februar legen, wo die Werbeeinnahmen niedriger sind. Aber ich werde wahrscheinlich sowieso noch ein bisschen unproduktiv bleiben, weil ich einfach letztes Jahr gemerkt habe, dass täglich YouTube-Videos raushauen ziemlich anstrengend ist, wenn man nebenbei noch einen Job nachgeht. Und das mache ich natürlich, weil mit 428 Euro kann man nicht leben. Meine Miete plus Nebenkosten alleine übersteigen das schon. Ich meine, ich müsste immerhin keine Steuern von den 428 Euro zahlen, wenn das meine einzigen Einnahmen wären, weil das weit unterm Steuerfreibetrag läge. Aber ich habe halt, wie gesagt, noch einen Job nebenbei. Damit wird meine Miete bezahlt. Und hätte ich den Job nicht, dann würde YouTube mich ziemlich stark stressen, weil dann würde ich mir denken, 428 Euro, wie soll ich denn davon leben? Und genau deswegen freue ich mich natürlich auch immer über jedes Kanalmitglied und jede Person, die mir grundsätzlich Geld spendet, weil das unterstützt mich sehr. Und vielleicht kann ich, wenn ich irgendwann mal von YouTube leben kann, mehr Zeit reinstecken, bessere Videos machen. Vielleicht aber auch nicht. Falls ihr euch jetzt fragt, wie viel Geld ihr als YouTuber verdienen würdet bei einer bestimmten Größe, das lässt sich richtig, richtig schlecht sagen. Weil diese RPM und CPM hängt von so vielen Faktoren ab. Ihr könnt die Werte, die ich euch jetzt genannt habe, nicht einfach auf irgendeinen anderen YouTuber projizieren, weil die Statistiken von jedem Kanal sind wirklich sehr komplex und unterschiedlich zu betrachten. Ihr könnt auch nicht sagen, oh, ein Montana Black verdient 30 Millionen, wenn er einmal furzt. Das bedeutet, so ein Unge müsste ungefähr 50 Millionen verdienen, wenn er ein halbes Mal furzt oder keine Ahnung. Das kann man einfach nicht übertragen. Bitte tut mir einen Gefallen und zieht nicht immer solche Schlussfolgerungen, nur weil ihr die Statistiken von irgendeiner Person kennt. Und meistens sieht die Realität dann doch ganz schön anders aus. Deswegen hat man bei Social Blade auch immer so richtig große Unterschiede bei den möglichen Revenue-Anzeigen, weil Social Blade kann auch nicht wissen, wie viel ein YouTuber verdient, weil es halt sehr stark variieren kann. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Das war's erstmal mit dem Video. Ich gehe weiter mein Geld zählen. Bis dann und ciao!